Gut. Bereit? Ich sag's einfach. Ja, ja, genau. Also, schön zu, mit Leuten zu reden, die ich auf dem Fahrrad schon gesehen habe. Fühlt sich ganz anders an, ist schon fast ein bisschen Familie. Das macht das Fahrradfahren auch so schön. Man redet miteinander, man hat Zeit. Velobility ist eine Firma, die ich vor 5 Jahren gegründet habe, mit dem Ziel, diesen Fahrspaß auch weiter zu vermitteln. Gerne weiter. Ich selber arbeite seit 20 Jahren mit Fahrrädern, war schon Fahrradkurier, bin Downhillerin gefahren, habe für Trek lange gearbeitet, habe im Internetbereich viel gemacht. Ist es nicht spannend? Oder? Okay, danke. Und bin jetzt eigentlich, habe Simple vor 15 Jahren gegründet, das waren Alltagsfahrräder für im Direktvertrieb, also möglichst wartungsarme Räder. Habe mich dann eigentlich auf den Bereich mit Leihrädern spezialisiert. Gehen wir eins weiter. Wir haben Konzepte gemacht für diverse Leihsysteme, einfach für heavily used Bicycles, Multi-User-Fahrräder. Wir haben Projekte, gerne weiter, auch mit der Schweizer Armee. Also wir bauen das Fahrrad 12, also das offizielle Fahrrad der Schweizer Armee. Wir machen auch die Wartung dieser ganzen Flotte in der Schweiz für diese Räder. Ist immer eine schöne Referenz. Weiter gerne. Es gab eine Ausschreibung für innovative Fahrradverleihsysteme des Bundesverkehrsministeriums in Deutschland. Die zwei Gewinner, Hauptgewinner waren eigentlich Mainz und Kassel. Und beide haben das eigentlich mit unseren Fahrrädern gemacht, in Zusammenarbeit mit anderen Bietern, die dann eigentlich auch Dockingstationen realisiert haben. Hier die Bilder aus Mainz, sehr robuste Alltagsräder, noch keine Pedelecs. Also diese Komplexität noch nicht enthalten. Gerne weiter. Bikesharing entwickelt sich massiv. Man redet jetzt schon davon, dass es um fast 1 Million Fahrräder sind. Die Zahlen sind noch vom letzten Jahr. Anzahl Städte, die diese Systeme wollen, sind gewaltig. 186 Systeme sind sicher in Planung. Und man wartet aber noch so ein bisschen auf die nächste Generation, die das Potenzial auch wirklich realisiert, diese Räder. Es gibt viel Learnings, aber ich glaube, der Konsens ist, dass da noch sehr, sehr viel passieren wird und das Sharing ein Riesenthema wird. Weiter gerne. London, Bikesharing, 8000 Fahrräder, stationsgetrieben. Also das heißt, ich habe eine Dockingstation, die Fahrräder sind fix verankert. Ich habe sehr hohe Infrastrukturkosten. Es ist kein so einfacher Poller, sondern es sind wirklich massive Dinger. Die Fahrräder sind perfekt darauf abgestimmt, das ist ein System. Ist teuer, braucht viel Platz und unflexibel. Wenn die Stationen voll sind, dann habe ich keinen weiteren Platz, also recht viel Komplexität da drin. Und auch sehr intensiv in der Umverteilung dieser Fahrräder. Das ist ein riesen Logistikaufwand. London investiert 15 Millionen Pfund pro Jahr nur in den Betrieb und Unterhalt des Systems. Weiter. Dann gibt es Free Floating, das kennt man in Deutschland von der Deutschen Bahn sehr gut. Da habe ich einfach elektronische Schlösser, habe aber keine Ordnung. Das heißt, es sind vielleicht virtuelle Stationen, aber es sind sicher keine Docks, wo das klar drin steht. Ich kann die Räder auch nehmen, kann sie in den Fluss schmeißen. Viele Vor- und Nachteile auch hier. Aber hier ist schon mal eigentlich Grundvoraussetzung, dass das Fahrrad oder mindestens das Schloss, das ein Fahrrad ist, intelligent sein muss. Also das Fahrrad wird plötzlich zur Systemkomponente. Eine weiter. E-Bike-Sharing braucht irgendwie eine Lademöglichkeit. Ist ein Trend. Vor 3, 4 Jahren war ich noch ein Exot, als ich von E-Bike-Sharing geredet habe. Jetzt reden alle davon. Wir haben vor 5 Jahren die ersten Bikes für E-Bike-Sharing-Systeme in der Schweiz gemacht. Komplexität neben den ganzen anderen Herausforderungen ist Ladung, Schützung der Technologie, Witterungsbeständigkeit der ganzen Komponenten, die auch sonst schon nicht immer ganz problemlos sind. Also eigentlich wirklich eine recht spezielle Herausforderung hier, erfolgreiche Systeme zu bauen. Eine weiter. Großes Thema in der Fahrindustrie sind exponierte Komponenten. Da hat mir der Vortrag von Rea auch sehr gut gefallen, dass es eigentlich andere Ansätze braucht. Ich
bin da vielleicht ein bisschen zynisch und sage, die Fahrradindustrie sind eigentlich Komponentenhersteller, die einfach an möglichst viele Rahmen ihre Komponenten ranhauen wollen. Und es gibt dann noch Assembler, die bestücken und in den Markt laufen, aber es gibt eigentlich durch dieses Setup wenig Innovation und halt auch eine komplette Exponierung der Komponenten. Also es ist nicht wie ein Auto, wo ich eine Hülle drumherum habe, die sich selber schützt, sondern jede Komponente ist einfach exponiert und im öffentlichen Raum ist das ein Problem. Gerne weiter. Wichtig ist, dass in einem Mobilitätssystem das Rad ja eigentlich Teil einer Gesamtlösung ist. Das heißt, es gibt immer Software, es gibt Infrastruktur und es gibt das Fahrzeug. Und das Ganze kann über die Cloud eigentlich kommunizieren und funktionieren. Aber das ist ein sehr komplexes Setup, da müssen alle Schnittstellen stimmen. Da braucht es auch Normierungen, da bin ich ganz absolut einverstanden. Aber jede Region hat andere Bedürfnisse. Es gibt schon existierende Informatiksysteme und das ganze Thema ist weit, weit komplexer als einfach nur Fahrräder bauen und die irgendwie im öffentlichen Raum zu stationieren. Da gibt es Schnittstellen zum ÖV, zu Ticketing-Systemen. Also es ist super spannend, aber auch super vielseitig und challenging. Gerne weiter. Gut, das ist, was wir die letzten 15 Jahre eigentlich gemacht haben. Wartungsame Räder, immer mehr System. Ich stand an einem Punkt, wo ich eigentlich gesagt habe, ach, ich lasse das. Dass die Fahrindustrie ist nicht bereit für das Thema. Diese Brücke zu schlagen eigentlich zwischen den Bedürfnissen eines B2C-Marktes und eines Leihmarktes, also wo ich Kunden habe, die sonst Panzer oder Luftjets oder Straßenbahn kaufen, das ist ein zu großer Spagat. Oder dann mache ich es gleich richtig und versuche halt wirklich einen gewissen Quantensprung auch bei der Technologie hinzukriegen. Und dank dem Militärauftrag hatte ich auch eine gewisse Kampfkasse und Unterstützung, um in diesem Bereich dann auch weiterzumachen. Das Resultat steht hier. Ich kann es gerne mal vorstellen, wohin die Reise bei uns geht. Gerne weiter. Eigentlich war mein Fazit, ich muss das Ganze in eine Box reinpacken. Das ganze Gelernte muss irgendwie in ein Produkt, wo es dann auch multiplizierbar wird und wo eigentlich weiter daran entwickelt werden kann. Und das habe ich von Anfang an Ridebox genannt. Alle Technologie ist eigentlich in dieser Box drin. Wir können gerne eins weiter. Das waren noch die alten Zeichen. Da, am Anfang habe ich gedacht, okay, ich mache eine Box und dann kommt eigentlich der Rest nur noch klack, klack ran. Oder? Wir haben das jetzt in Etappen aufgeteilt, das kommt dann später. Das Rad hier ist gespeist, aber mir war wichtig eigentlich die komplette Integration von Batterie, Motor, Intelligenz, Schließung und eigentlich wartungsarmen Komponenten in eine Einheit. Weiter. Das resultierende Pedelec hat auch weitere Features, dass ich sage, es braucht keine Schnellspanne mehr, sondern Multi-User. Ich brauche irgendwie eine schnelle Verstellung wie bei einem Bürostuhl. Also ich komme hin, ich habe meinen Index, ich weiß, wie groß ich bin, los. Idealerweise komme ich mit meiner RFID-Karte und das Fahrrad weiß schon, wo ich bin und stellt mir das so. Aber das lassen wir für später. Körbe, Gepäcksysteme muss man den örtlichen Bedürfnissen anpassen. Viele wollen das vorne oder hinten. Man kann auch Cargo-Räder draus bauen, also das ist völlig offen. Weiter gerne. Was wichtig ist, ist die Schließung. Da war der Konsens, dass eigentlich ein Kabel nicht wirklich ein Widerstand ist. Haben wir uns auch gesagt, wichtig ist, dass der Kunde, der Spontannutzer, nicht einfach draufsitzen kann und weg. Wir haben das hier so gelöst. Ich habe ein Fahrradständer, der eigentlich gleichzeitig mein Schloss ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht losfahren. Ich kann es wegtragen, aber ich kann das System komplett zuschließen. Wenn der Ständer unten ist, ist das System geschlossen. Die Cloud weiß, dieses Fahrrad ist eigentlich gesperrt. Ich komme in der RFID-Karte mit der App, entriegle und der Ständer geht hoch und ich kann fahren. Also auch hier eigentlich eine komplette Systemintegration und ein mechanischer Vorgang, den ich sowieso eigentlich mache, wenn ich das Fahrrad abstellen will. Das Fahrrad ist geschlossen.
Also ich muss mich wieder identifizieren, um loszufahren. Also wirklich auch sich überlegen, wie handelt denn der Kunde jetzt? Also was, wie mache ich den Kunden glücklich, damit er jetzt nicht noch irgendwie was rumfinden muss und dass ich auch wirklich weiß, das Ding steht und ist gesichert. Gerne weiter. Im Hintergrund läuft sehr, sehr viel Data. Wir haben eine separate Firma gegründet aus der ETH Zürich, die nur Software macht, Analytics, Logistikplanung, GPS Data Analysis, dass ich weiß, wo fließen die, wo gehen die, wo fahren die Leute, wie kann ich Stadtplanung optimieren. Das sind wertvolle Daten, die man sammeln kann. Es geht in Richtung Geofencing. Wenn ich mal andere Bremsen habe, kann ich vielleicht auch mal so ganz sanft ein bisschen verzögern, wenn jemand aus dem Gebiet rausfährt, wo ich ihn nicht mehr will und so weiter. Ich kann Erst-Usern zum Beispiel nur eine gewisse Motorunterstützung geben oder im Zentrum, wenn die Stadt will, sagen, hey, hier wird nur mit 20 gefahren, mehr unterstützt der Motor nicht in diesem GPS-Bereich. Also man kann eigentlich dann wirklich spielen und hat mit einer Systemkomponente, die auch reagiert auf Input, unbegrenzte Möglichkeiten, wie man eigentlich solche Systeme auch intelligent machen kann. Gerne weiter. Man kann auch kombinieren, man kann mit Docs arbeiten, man kann aber auch so konzipieren, dass Docs nicht überall notwendig sind und man Overflow-Lösungen hat. Wenn solche Docs voll sind, wenn alle Dosen besetzt sind, kann ich auch regeln, dass, wenn ich das ja weiß, dass der User, der kommt und sein Fahrrad auch noch hinstellen will, auf den Zug muss und wo platziere ich mein Rad, dass er das auch trotzdem noch kann. Also da sind eigentlich die Barrieren in den heutigen Systemen, die man damit eigentlich auch überwinden kann. Das hybride Systeme, auch mit E-Bike oder nicht E-Bike, alles eigentlich realisierbar, wenn die Intelligenz am richtigen Ort vorhanden ist. Eine weiter. Modularität. Cargo-Räder werden ein großes Thema sein, denke ich, gerade für Sharing. Ein normales Rad kann ich in den Keller stellen, ist auch finanzierbar. Wenn ich ein Cargo-Rad habe, habe ich vielleicht gar keinen Platz. Ist eigentlich fast zu teuer, um es alleine zu besitzen, also mache ich Shareable. Also brauche ich eigentlich eine coole Technologie, die mir das erlaubt, mit meinen Nachbarn, in meiner Wohngemeinschaft, in meinem Geschäft Shareable zu machen, systemintegriert zu fahren. Kuriere wissen, wo ihre Fahrer sind, haben können das gleich auf die richtigen Kostenstellen verteilen, wenn sie wissen, wer was für was gebraucht hat. Sehr, sehr viele Möglichkeiten in diesem Bereich. DHL macht in Holland schon 20% ihrer Urban Deliveries mit dem Fahrrad. Unter anderem auch mit Lastenrädern. Und die sehnen sich nach flottenoptimierten Pedelecs. Gehen wir weiter. Unser Ziel ist, das perfekte Fleet Bicycle zu bauen. Wir haben Dockingstationen am Start, diskutieren aber gerade intensiv, ob wir das vielleicht noch ein bisschen zurückstellen und hier drauf setzen. Ich glaube, es braucht enge Zusammenarbeiten, um in diesem Bereich auch wirklich weiterzukommen. Das Potenzial im Markt ist gewaltig, es ist fast ein Vakuum. Politisch ist der Wille da, was zu bewegen, und ich glaube, es ist auch wirklich ein Miteinander, damit man diese Bedürfnisse befriedigen kann und auch Systeme bauen kann, die tatsächlich Spaß machen und funktionieren. Wenn die Hälfte der Leute auf der Hälfte des Berges stillgestanden wären, dann wären wir nicht so glücklich hier zusammen, als wenn jetzt alles perfekt funktioniert hat und wir angekommen sind gemeinsam. Also ich denke, im Moment braucht es den gemeinsamen Beweis auch der Industrie und der ganzen Stakeholder dieser Geschichte, dass man gute Systeme, funktionierende Systeme aufbaut, sich wirklich überlegt, was man denn jetzt hier tut, und dann wird das Ganze unheimlich Spaß machen und auch viele Leute positiv bewegen. Gut, gerne. Ja. Fragen? Genau, vielen Dank. In der Box soll ich jetzt Motor, Akku, also wirklich alles Audio, ja. Ganz Elektronik. Genau, also es gibt hier einen Satelliten eigentlich, wo ich Benutzerinterface habe, wo ich Motorsteuerung, eine Antenne, das ist hier besser platziert, und RFID-Laser habe, aber die ganze Campbell-Steuerung, Controller, Schließung, Motor, Akku, Riemenantrieb, Bremsintegration ist hier drin. Es wurde noch nie eigentlich ein Fahrradrahmen auf dieser
auf diese Art gebaut. Da könnte ich auch noch einiges dazu erzählen. Das sind Aluminiumbleche, die gestanzt, gefalzt und robotergeschweißt werden. Das ist ein kompletter Industrieprozess. Das sind auch hier keine Rohre mehr, die zusammengeschweißt werden. Das ist so aufgebaut, dass ich das im Moment sogar in der Schweiz zu echt vernünftigen Preisen produzieren kann. Low Labor. Und halt auch wirklich so, dass ich 10.000 Stück identisch bauen kann und nicht mit dem Gummihammer noch ein bisschen nachrichten muss. Also da ist schon auch wirklich die klare Erkenntnis, dass das muss anders gehen. Also wirklich eigentlich ein zweistufiger Produktionsprozess, wo die Kerntechnologie in einem Umfeld ist, das wir auch voll unter Kontrolle haben. Und zur Wartung ziehe ich dann einfach mal die Schrauben hoch und ziehe die Bleche nach hinten auf. Also wenn ich irgendwas am Motor habe oder mit dem Akku oder. Genau, also vielleicht kennst du die alten Piaggio Ciao, die waren für ein ähnliches System. Ja. Da tüffeln wir noch, wie wir das optimiert machen. Was hier auch noch cool ist, wenn man ins Leistungsleasing geht, ins Sharing, dann ist das eigentlich ein Investitionsgut. Dann ist das, der Betreiber hat das in den Büchern und muss diesen Wert möglichst gesichert sehen. Das heißt, sämtliche exponierten Stellen sind mit Kunststoffelementen. Also auch hier die Gabel wird so verkleidet. Das heißt, ich kann ein Fahrrad so branden und nach 3 Jahren diese Teile ersetzen, sehr günstig, in neuer Farbe, habe eigentlich eine Rundumerneuerung und kann die Räder nochmals 3-4 Jahre auf die Reise schicken oder also auf 10 Jahre raus eigentlich ohne viel Aufwand auch erneuern, so ohne dass der Kernrahmen eigentlich ersetzt werden muss. Also auch hier wirklich dieser Flottengedanke mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt auch halt gesammelt haben. Dass die Rahmen zwar noch gut werden, aber nicht mehr so gut aussehen, und Lackieren dann doch zu teuer wäre, dem haben wir hier eigentlich entgegengewirkt, dass wir die exponierten Stellen dann auch so ersetzen können. Ich habe auch schon gesagt, es ist ein Product of Suffering, also so aus viel Leiden ist etwas entstanden, wo man sagen kann, okay, jetzt soll es langsam Spaß machen. Okay. Ja. Ist das Rahmenrohr auch nach dem gleichen Verfahren geschweißt und gemacht? Im Moment schon, ja. Aber das ist einfach, um uns maximale Flexibilität zu erlauben und das wirklich an einem Ort zu produzieren. Also der Rahmen wird, das ist wirklich erstaunlich, das ist ein Blech, ein Durchmesser, der wird an einem Ort vom Blech bis zum lackierten, also so beschichteten Rahmen eigentlich gefertigt. Das ist mir im Moment sehr, sehr wichtig und das auch quasi vor der Haustüre zu haben. Wir haben 3-4 Monate lang Schweißroboter programmiert, damit das halt wirklich dann genau so auch rauskommt, ohne Schweißverzug, also mit Schweißverzug eingerechnet und allem. Also da ist schon viel Präzision dahinter. Was wiegt das Ganze? So etwa 24 Kilo. Mit einem sehr, sehr großen Akku. Es ist ausgerichtet, dass ich auch ein Cargo-Rad gut bedienen kann. Also es ist jetzt wirklich die maximale Ausnutzung der Kapazität. Also es ist jetzt ein 16 Amperestunden bei 36 Volt, also größer als Bosch & Co. Das ist eine Novinci-Nabe, also es sind wirklich Heavy-Duty-Komponenten. Also und für das ist es ein absoluter Spitzenwert. Also der Rahmen ist durch sämtliche Tests, Ernst Brust hat den gefoltert bis zum Anschlag, hat gestaunt, also der stampfte auch die ganzen BASF-Räder ein und der war wirklich tief beeindruckt und gesagt, sowas hat er noch nie gesehen, also vom Konstruktionskonzept her hat er seine Freude gehabt und hat alles getan, das zu zerstören. Beim Militärvelo sind das noch besser gelungen als bei dem Raum. Da waren wir mächtig stolz drauf. Ja. Oder auch so eine Stütze, die kann sich nicht mehr verdrehen, das ist dann Edelstahl, also das ist ein Automotive eigentlich Gasfeder drin, die wird zu Millionen eigentlich bei Bürostühlen und Heckklappen und so eingesetzt. Oder bei Spitalbetten schön elektronisch verstellbar. Das ist natürlich perfekt. Ja. Ich würde mal vorschlagen, wir machen uns demnächst wieder auf die Reise, weil wir haben jetzt eine halbe Stunde Verzug festgestellt. Und Philipp ist ja auch da. Kann noch was fragen? Also ich fand es mal wieder ganz klassisch, wie das Internet, was ja auch mit Militärgeldern mal erfunden worden ist, auch hier vernünftige Sachen mit militärischen Geldern. Bravo.
Projekt ist